morgen auch nach einer Woche nun. Wir sind jetzt eine Woche auf dem Camino unterwegs. Kaum zu glauben. Haben gestern eine, ja, die wahrscheinlich mit irrsinnig längste Tour gemacht. Durch Logroño nach Navarrete. Und ja, hatten dann ungefähr 36 Kilometer vor uns. Sind gestern mit einem Schweizer gefahren, der uns auch sein Equipment gezeigt hat. Hat Yannick total begeistert. Er ist dann gleich in ein Outdoor-Geschäft gegangen und hat sich auch ein neues Paar Socken geholt. Ja, zwei sogar. Zwei sogar. Die habe ich jetzt sogar an, also eins davon. Die hat er jetzt sogar an. Und ja, es war ein sehr intensiver, sehr, sehr schöner Tag. Wir sind gestern auch mit einer Schwedin oder eine Schwedin ist bis nach Logroño, die Emma ist noch mit uns gelaufen. Und ja, da haben wir unsere koreanischen Freunde sind gestern schon vorgelaufen, weil wir es ja morgens nicht geschafft haben, so früh zu gehen. Wir haben den Abend davor noch sehr lange zusammengesessen. Es war wirklich schön, aber haben dann gesagt, nee, morgens werden wir noch nicht um 6 Uhr oder 6.30 Uhr aufbrechen, sondern sind dann erst so gegen 8 Uhr ungefähr losgelaufen. War aber trotzdem schön und gut. Ja, und der Abend jetzt gestern, als wir ankamen, waren wir natürlich auch richtig platt. Da haben wir dann vorher in so einer kleinen Bar, weil wir so gegen 5, 5.30 Uhr ankamen, 17.30 Uhr, haben wir noch so ein, ja, ein paar Tapas gegessen. War wirklich sehr lecker. Ah, das war wirklich gut, ja. Ja, sind dann mit unserer Gruppe hier im Ort was essen gegangen, das war auch schön. Haben nochmal ein Pilgermenü gegessen, ausnahmsweise natürlich mit Hähnchen und Pommes. Ganz was Neues. Aber nein, tut ja auch gut, ist ja auch richtig. Ja. Und ja, jetzt sind wir... Was man erwähnen kann zu gestern, wir haben tatsächlich in Spanien das erste Mal deutsches Bier gefunden und dann war es auch noch Felddienst, oh je, was wir unseren koreanischen Freunden zeigen wollten. Ja. Und kurzerhand haben sie es auch ziemlich schnell vernichtet. Sind mit dem Bier tatsächlich vor uns wegmarschiert und haben dann immer den hier gemacht und getrunken. Das war wirklich sehr lustig. Ja. Also hat ihnen gut geschmeckt. Dann, was ja noch wichtig ist, das Befinden. Ne? Jo. Ja, jetzt geht's tatsächlich, aber ich habe auch einen Painkiller genommen mit der Blase. Gestern habe ich sie tatsächlich wirklich sehr gemerkt. Ja, mal gucken, wie es weitergeht, würde ich sagen. Also bei mir ist es same, muss ich sagen. Mein linker Fuß, also es sieht aus, als hätte ich da irgendwie eine Bänderdehnung. Der ist echt super dick, aber jetzt mit der Schmerztablette heute Morgen ging es. Aber man muss auch sagen, es könnte auch ein Bänderriss sein, aber in Spanien heißt das Ganze ja Banderes. Banderes, so, und deswegen lassen wir das einfach mal so stehen. Und ja, jetzt, was auch sehr interessant und schön war, wir haben ja, wenn wir mit den anderen zusammenlaufen, die beten dann tatsächlich morgens im Kreis. Und heute Morgen durften wir dann mal quasi ein Gebet aussprechen. Es war wirklich ganz interessant, weil man es ja doch, wenn man ehrlich ist, eigentlich kaum mehr macht. Und ja, war wirklich, irgendwie ist das doch eine schöne Sache. Und es ist schön, dass die sich dann auch freuen und wir im Endeffekt auch. Und ja, wie gesagt, heute haben wir nochmal eine Tour von 31 Kilometern vor uns, haben jetzt noch keine Unterkunft gebucht und weil wirklich die letzten Tage immer recht viel los ist, machen wir das in der Regel auch. Das heißt, wir gucken jetzt gleich nochmal, wie der Ort genau heißt, werden dann da auf die Karte schauen und dann einfach in der Unterkunft anrufen und fragen, ob die einen Platz frei haben. Und ja, an für sich gibt es gar nichts mehr so viel hinzuzufügen, außer dass wir jetzt eine Woche unterwegs sind, dass die Füße schmerzen, aber die Moral ganz gut ist. Ja, weil wir ja jetzt auch gestern wieder gut schlafen konnten. Gestern, wir waren ja nach ein paar Nächten mal wieder nicht in einem großen Schlafsaal, sondern wirklich nur zu zweit. Und das ist natürlich immer wirklich Erholung pur. Ja, also, total. Wir haben gut geschlafen und ja, sind guter Dinge jetzt. Auf jeden Fall. Ja. Also mal, was man aber auch nicht unterschätzen darf, und das haben wir auch wieder in den letzten zwei Tagen gemerkt, gestern ging es, die Sonne, die brezelt hier wirklich ganz schön. Und wir haben uns auch die ganze Zeit eingecremt und mir sind auch echt die Lippen aufgerissen. Habe jetzt gerade nochmal von Yannick so ein bisschen Fett bekommen, quasi Lippencreme. Genau, das ist ganz gut. Und ja, Hassan, do you want to add something? I think I started to understand German. Ah. Yeah, I think you guys said you're like a monster. You're a monster? No. I'm faster. I think, no, we just said the opposite. So, you're not a monster. And you said something about Usain Bolt. No. Ah, that's good. Maybe that you're fast like him. So. Yeah, maybe. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. In diesem Sinne sagen wir Buen Camino und Tschüss von Tag 7. Hier nochmal
ein paar Aufnahmen aus der Rioja, um mal zu zeigen, warum das Gebiet so heißt. Also wir laufen hier wirklich jetzt tatsächlich durch die ganzen, oder das ist tatsächlich ein großes Weinanbaugebiet. Hello, ladies. Oh, hi. And you see, ja, Yannick, hier um uns herum ist tatsächlich überall Wein und das ist schon irgendwie einfach, ja, eine sehr, sehr schöne Landschaft, eine sehr, sehr schöne Szenerie. Und bisher haben wir auch tatsächlich Glück, dass wir doch heute Morgen recht früh gestartet sind und dass die Sonne noch nicht so stark scheint. Dass wir sogar zuerst fertig waren. Dass wir diesmal tatsächlich auch zuerst fertig waren, genau. Und das dann einfach nochmal, um zu sehen, wie schön es doch hier wirklich ist. Unglaublich. Unglaublich.